kann sie nicht leben, wie sie es will. Warum sind wir still gegenüber dieser schreienden Ungerechtigkeit? Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was man tun kann. Doch ich glaube daran, dass jeder und jede, dass sie ein Recht auf ein Leben in Freiheit hat. Wir laufen einen Schritt in die Freiheit, damit Frauen frei sein können. Mit jedem Schritt erinnern wir daran, dass die EU seit 2014 Deutschland auffordert, so ein Gesetz einzuführen. Aber wir Deutschen wissen es ja immer besser. Mit jedem Schritt fordern wir unseren neuen Bundeskanzler, der demnächst gewählt wird, auf, ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell einzuführen, so wie es heute schon in Schweden, in Norwegen, in Island, in Kanada, in Nordirland, in Irland, in Frankreich und in Israel als Gesetz existiert. Wir fordern die neue Bundesregierung auf, so ein Gesetz einzuführen. Und wir laufen jeden Schritt dafür, um diese ausgebeuteten Frauen... Keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei, einer von uns liegt im Ketten, keiner von uns ist frei. Ich hoffe, ihr habt mal ein Ohr, meine lieben Geschwister. Habt mal ein Ohr und dann stellt euch mal vor, wie all die Hilferufe der eingesperrten Menschen ungesehen im Winde verweht. Sie riefen nach uns auf den Meeren, sie riefen nach uns auf dem Land. Sie werden so lange rufen, bis auch der Letzte von uns ist erkannt. Keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei. Keiner von uns ist frei, einer von uns liegt in Ketten, keiner von uns ist frei. Ja, und wenn du dich jetzt endlich mal umschaust, dann siehst du doch ganz genau, wir Menschen brauchen Freunde, keine Feinde, aber was die Lobbys da treiben ist Raubbau. Es ist höchste Zeit, es zu ändern, nicht nur bei uns, in allen irdischen Ländern. Unser friedliches Ziel leuchtet hell und klar. In Freiheit leben wollen wir für wahr. Keiner von uns ist frei. Keiner von uns ist frei. Keiner von uns ist frei. Einer von uns liegt in Ketten. Keiner von uns ist frei. Tja, und da gibt's viele Leute im Dunkeln, können im Licht nicht bestehen, doch die Wahrheit wird kommen, wird alle vereinen.